Wir sind wieder zurück bei meiner Vorlesung Thermodynamik. Herzlich willkommen. Heute ist es soweit. Wir werden endlich besprechen, wie die ideale Wärmekraftmaschine aussieht. Also, wie eine Maschine aussieht, bei der Wärme in Arbeit umgewandelt wird. Und die Betrachtungen, die wir jetzt anstellen werden, die sind ganz analog auch für Prozesse in elektrochemischen Zellen, für chemische Reaktionen, oder von Erzeugung von niedrigen Temperaturen. All das wird ganz ähnlich behandelt werden, aber wir werden das eben an der Wärmekraftmaschine entwickeln. Damit ein Prozess spontan erfolgen kann, muss sich ein System abkühlen. Das hatten wir ja besprochen. Denken Sie an die Kaffeetasse. Das heißt, wir wollen Wärme an die Umgebung abgeben und wollen die heiße Temperatur abkühlen auf die tiefe Temperatur TK. Und die Wärmemenge, die dabei abgeführt wird, die soll umgewandelt werden in Arbeit. Wir haben dann für einen spontanen Prozess natürlich auch eine Entropieänderung bei diesem Prozess. Und die Änderung der Entropie ist gegeben durch die Wärmemenge, die bei dem kalten Reservoir zur Verfügung steht, dividiert durch die Temperatur bei dem kalten Reservoir minus der Wärmemenge, die in dem heißen Reservoir zur Verfügung steht, dividiert durch die Temperatur des heißen Reservoirs. Und diese Differenz, das ist die Entropieänderung, die zu einem spontanen Prozess führt, wenn die größer oder gleich 0 ist. Und wenn wir einen reversiblen Prozess anschauen, also eine perfekte Wärmekraftmaschine konstruieren, wo alle Schritte reversibel erfolgen, dann ist die Entropieänderung insgesamt von System und Umgebung 0 und wir können diese Gleichung dann umformen und erhalten dann einen Ausdruck, indem wir auf die eine Seite die Wärmemenge, die in dem kalten Reservoir zur Verfügung steht, im Endzustand zur Verfügung steht, die ist dann gleich bzw. bei irreversiblen Prozessen größer als die Wärmemenge aus dem heißen Reservoir mal dem Verhältnis der beiden Temperaturen, und zwar T kalt durch T heiß. Und wenn wir jetzt die Arbeit ausrechnen, die wir durch Abzweigen dieser Wärmemenge gewinnen können, dann ist diese maximale Arbeit, die wir generieren können, genau der Differenz zwischen dem Wärmebad Q heiß minus Q kalt. Und für Q-Kalt setzen wir jetzt den einen Ausdruck ein, den wir eben gerade hergeleitet haben und erhalten dann für die maximale Arbeit, die wir generieren können, die Differenz zwischen Q-Heiß minus Q-Kalt bzw. Q-Heiß minus Q-Heiß mal T-Kalt durch T-Heiß. Und hier können wir jetzt Q-Heiß ausklammern und erhalten damit einen Ausdruck, dass die maximal zu gewinnende Arbeit gegeben ist aus dem Produkt von der Wärmemenge, die in dem heißen Reservoir zur Verfügung steht, mal einem Ausdruck 1 minus T kalt durch T heiß. Und wir können diese Gleichung umformen, indem wir jetzt das Verhältnis zwischen der gewonnenen Arbeit und der im heißen Wärmereservoir zur Verfügung stehenden Wärmemenge dividieren. Dann erhalten wir nämlich den sogenannten Wirkungsgrad für diesen Prozess, der genau gegeben ist als 1 minus T kalt durch T heiß. Das bedeutet, dass der Wirkungsgrad besonders groß ist, wenn entweder die Endtemperatur des Reservoirs, des kalten Reservoirs möglichst klein ist oder die des heißen Reservoirs möglichst groß. Dann ist dieser Wirkungsgrad nahe 1. Das wäre der optimale. Jetzt ist es schwierig, eine Maschine zu konstruieren, die permanent aus einem heißen Reservoir Wärme abführt, sich abkühlt und dabei Arbeit generiert, sondern wir brauchen einen Prozess, einen Kreisprozess, der immer wieder in einen Ausgangszustand zurückkehrt. Und den wollen wir jetzt uns im Folgenden anschauen. In einer Wärmekraftmaschine wollen wir ja eine Kolbenbewegung in kinetische Energie umsetzen. Und wir erinnern uns, wir wollen also ein Gas expandieren und komprimieren in so einem Kolben. Wenn wir das Ganze isotherm machen,
dann ist sozusagen, wenn wir von einem Volumen V1 zu einem Volumen V2 expandieren, die Fläche unter der Kurve genau die Arbeit, die wir bei der Expansion gewinnen können. Und wenn wir dieses ganze isotherm komprimieren, dann ist die Fläche unter der Kurve gleich. Also wir können hier hin und her laufen und die gewonnene und die in das System hineingesteckte Arbeit, die ist bei diesem Prozess gleich. Wenn wir dasselbe gegen einen externen Druck machen würden, also gegen einen externen Enddruck, dann würden wir bei der Expansion die Fläche hier unter diesem Rechteck gewinnen. Und wenn wir wieder komprimieren, dann müssten wir mehr Arbeit in das System stecken, weil wir gegen einen höheren Enddruck arbeiten. Das ist natürlich für eine Wärmekraftmaschine nicht so günstig. Das heißt, wir müssen uns einen Prozess ausdenken, in dem wir möglichst viel Arbeit gewinnen, aber möglichst wenig Arbeit in das System hineinstecken, damit wir es wieder in den Endzustand zurückbringen. Es ist natürlich auch nicht besonders sinnvoll, wenn wir immer nur bei einer Temperatur hin und her arbeiten. Dann gewinnen wir ja keine zusätzliche Arbeit und wandeln keine Wärme in Arbeit um. Und deswegen brauchen wir einen Prozess, der zwischen zwei verschiedenen Temperaturen arbeitet. Dann haben wir zwei verschiedene Wärmereservoire und durch Überführung der Wärmemenge von einem Wärmereservoir in das andere können wir Arbeit generieren. Damit können wir dann unser Fahrzeug vorantreiben. Hier ist so ein idealer Prozess, Kreisprozess aufgeführt. Das ist der sogenannte Carnot-Prozess. Der besteht aus zwei isothermen Schritten, einer isothermen Expansion bei einer höheren Temperatur, in dem wir sehr viel Arbeit gewinnen können, und einer isothermen Kompression, für die wir nicht so viel Arbeit aufwenden müssen. Und um von einer Temperatur zur anderen zu kommen, führen wir noch zusätzlich eine adiabatische Expansion bzw. eine adiabatische Kompression durch. Und damit haben wir einen Kreisprozess, der aus lauter reversiblen Schritten besteht. Wenn wir jetzt angucken, wie viel Wärmemenge in dem System insgesamt zur Verfügung steht und wie viel Arbeit generiert werden kann, dann können wir für jeden einzelnen dieser Expansions- und Kompressionsschritte die Bilanz ziehen. Für die Gesamtwärmemenge ist das bei der isothermen Expansion Delta Q3. Für die adiabatische Expansion, wie der Name schon sagt, wird keine Wärme ausgetauscht. Für die Kompression haben wir dann Delta Q1. Und für die adiabatische Kompression wird wieder keine Wärmemenge ausgetauscht. Also ist dort die Gesamtwärmemenge Q1 plus Q2, nämlich aus den beiden isothermen Schritten. Wie sieht das mit der Arbeit aus? Die Arbeit wird in jedem dieser einzelnen Schritte geleistet. Also bei der isothermen Expansion, bei der adiabatischen Expansion. Und wir müssen Arbeit in das System stecken, wenn wir isotherm komprimieren und adiabatisch komprimieren. Also die setzt sich aus allen vier zusammen. Und hier können wir für jeden Schritt im Prinzip die entsprechende Volumenarbeit formulieren über minus PdV bzw. plus PdV, wenn wir das in das System hineinstecken, für die isothermen Schritte und CVdT für die entsprechenden adiabatischen Schritte. Das ist hier auch nochmal zusammengefasst. Wenn wir jetzt den Wirkungsgrad der Carnot-Maschine formulieren, dann ist das die Gesamtarbeit, die in dem System geleistet wird, dividiert durch die Gesamtwärmemenge, die in dem System transferiert wird. Wir setzen jetzt das, was wir ausgerechnet haben, für die Arbeit und für die Wärmemenge ein und können dann eben auch noch berücksichtigen, dass bei der adiabatischen Expansion die Volumina, die Anfangs- und Endvolumina, sich über T1 mal Volumen B hoch Gamma minus 1, das ist gleich T2 mal Volumen C mal hoch Gamma minus 1. Das können wir einsetzen und damit können wir dann die Gleichung umformen und erhalten dann ein Verhältnis der Volumina VA durch VB. Das ist dasselbe wie VD durch VC. Und wenn wir das alles berücksichtigen, erhalten wir für den Wirkungsgrad der Carnot-Maschine den Ausdruck 1 minus T2 durch T1.
Und das ist in diesem Fall aber ein Kreisprozess, den wir damit beschreiben. Aber was bedeutet dieser Wirkungsgrad, den wir da gerade ausgerechnet haben? Der Wirkungsgrad sagt ja an, dass der immer kleiner ist als 1, denn es wird immer ein Betrag T kalt durch T heiß von 1 abgezogen. In anderen Worten, es gibt keine Maschine, die 100% Wärme, die abgeführt wird, in Arbeit umwandeln kann. Und das wäre sonst ein Perpetuum mobile zweiter Art. Also, Sie können sich kein Schiff vorstellen, das über den Ozean fährt, dem Ozean Wärme entzieht und daraus seine Maschinen betreibt. Das ist nicht möglich. Gleichzeitig bedeutet das, dass die Kanu-Maschine eigentlich nur dann praktisch nahezu einen Wirkungsgrad von 1 hat, wenn wir am absoluten Nullpunkt arbeiten würden oder wenn die Temperatur des heißen Reservoirs unendlich groß wäre. Wir haben jetzt also gelernt, wie eine ideale Wärmekraftmaschine im Prinzip funktionieren kann. Und nächstes Mal besprechen wir dann, wie einige konkrete Motoren funktionieren.